findet dort hinten statt. Und jetzt übergebe ich an das Panel 1, an die Mitgründerin von Nachtkritik.de und Redakteurin Esther Slevogt. Sie wird diskutieren, Künstler im digitalen Zeitalter, das Netz als Markt und Material. Ja, und hallo? Das geht. Ja, guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Die Idee dieses Konferenzformats war es ja, zu beobachten und zu beschreiben, zu versuchen und auch zu diskutieren, in welcher Weise eben die digitale Revolution nicht nur neue Kulturtechniken hervorbringt, sondern auch die alten verändert und was das genau für das Theater bedeuten könnte und die Leute, die da arbeiten, nämlich Autoren und Regisseure und Schauspieler. Weil Theater ist ja so eine Art Urorganisation von säkularer Öffentlichkeit und diese Öffentlichkeit organisiert sich durch das Netz vollkommen neu. Gleichzeitig verändern sich kulturelle Praktiken dadurch, dass auf einmal keine Datenträger mehr nötig sind, keine auch Institutionen, also immer sich verändern. Und das diskutieren wir jetzt hier mal die Folgen mit drei Gästen, nämlich Dirk von Gehlen, Journalist und Leiter der Abteilung Social Media Innovation bei der Süddeutschen Zeitung. Er hat 2011, also ich mache jetzt keine langen biografischen Ausführungen, nee, nur bei Ihnen, gut. Er hat 2011 bei Surkamp ein Buch veröffentlicht, das sich mit einer ganz wesentlichen neuen Kulturtechnik beschäftigt, dem Mashup nämlich. Lob der Kopie heißt es, und er untersucht eben darin genau, wie das funktioniert und was das bedeutet, diese Mashup-Kultur. Und hat dann in seinem letzten Buch mal einen Praxisversuch unternommen, das heißt, eine neue Version ist verfügbar, wo er, dass er über Crowdfunding realisiert hat, indem er von Anfang an auch die Finanziers und zukünftigen Leser seines Buches an diesem Projekt beteiligt hat. Das kann er nachher auch vielleicht besser selber erzählen als ich. Dann haben wir David Gieselmann, Dramatiker, der erstmal sagt, er ist von der Digitalisierung vollkommen unbeeinflusst, aber betreibt seit 10 Jahren einen Blog, schreibt aber Komödien, die man sozusagen als richtig klassisch gebaute Stücke bezeichnen kann, die wie Schweizer Uhrwerke funktionieren und also das Gegenteil von Mashup vielleicht wären. Das berühmteste ist Herr Kolpert, das in der ganzen Welt auch schon gespielt worden ist, unter anderem in Australien, wie er gerade erzählt hat. Und er hat hier auch eine Regisseurin getroffen, die das Stück gespielt hat dort gerade heute. Ne? Bitte mit Mikro immer, weil man das sonst nicht hören kann. Die ich gestern getroffen habe, die hat nicht Kolpert gemacht, aber die hat in Australien 3 Stücke von mir gemacht. Aber Kolpert nun ausgerechnet nicht. Genau. Jedenfalls, wir wollen dann von David Gieselmann mal wissen, wie das so ist als Urheber im Zeitalter des Remix. Und dann haben wir da hinten Sigmund Solberg, Regisseur und eigentlich jemand, der sich als Mashup, also Regisseur bezeichnen würde, der auch unter diesem Titel vor 2 Jahren in München am Volkstheater ein sehr erfolgreiches Moses-Mashup-Musical inszeniert hat, indem er sozusagen die heiligsten Werte mit dem brutalsten Ausverkauf sozusagen kombiniert hat, um einfach eine sehr, wie soll ich sagen, Kapitalismuskritik da mitlaufen zu lassen oder so. Ja, also das ist... So ein bisschen ist ja da immer... Ich bin jetzt auch gerade irgendwie... ich komme nicht drum rum. Aber ich wollte jetzt zum allerersten Mal Dirk von Gehlen bitten, seine These, dass nämlich Kultur zur Software wird und von der immer neue Versionen verfügbar sein werden, mal zu erläutern. Ich glaube, wir müssen diesen Begriff des digitalen Zeitalters uns in den Blick nehmen, wenn wir uns nicht nur treffen, um mal miteinander zu reden, wie es gerade so schön beim Bloggerspace hieß, sondern ernst nehmen, was Digitalisierung bedeutet, muss man die Frage stellen, was ist denn da anders als vor 30 Jahren? Und das ist die Grundidee des gerade zitierten Buches gewesen, dass ich mir die Frage gestellt habe, was bedeutet Digitalisierung? Und eines der grundlegenden Veränderungspotenziale, das ich sehe, ist, dass wir Inhalte identisch duplizieren können. Das ist die Idee der digitalen Kopie.
Es verändert sich also die Verbreitung, aber es verändert sich womöglich auch die Entstehung. Jetzt sagen Sie alle, das habe ich ja schon 100-mal gehört, dass ich Inhalte identisch duplizieren kann. Sie sind aber alle, ich habe das beim Reingehen gerade überprüft, sozialisiert damit, dass Sie in einer Welt aufgewachsen sind, die eben kein identisches Duplikat kannte, sondern eine immer schlechter werdende VHS-Kopie oder ein Mixtape. Also die Idee, dass Original und Vervielfältigung sich nur noch über den Zeitstempel unterscheiden, ist Ihnen allen fremd, weil Sie in einer anderen Welt geboren sind. Und hier vorne auch, aber wir sitzen ja hier auf der Bühne, deswegen tun wir so, als könnten wir darüber reden. Die Grundidee ist, dass sich das verändert, also dass der Gedanke von Originalität von einem binären System zu einem skalierten System wird. Also Originalität ist nicht mehr 1 zu 0 zu unterscheiden, sondern es geht in eine skalierte Form über. Man muss sagen, es gibt etwas, was origineller ist und was weniger originell ist. Und wenn man das ernst nimmt, dann verändert das die Grundbedingungen jeglicher Form von Kultur, die digitalisiert werden kann. Ich bin Zeitungsredakteur in meinem täglichen Beruf und Theatergänger nur als Besucher, deswegen kann ich über diese Branche nur als Zuschauer quasi reden. Und wir werden später sich herausfinden, ob diese Digitalisierung für das Theater auch gilt und wenn ja, was ich glaube, wie. Wenn man aber sagt, dass Inhalte identisch duplizierbar sind und das dummerweise ja auch noch von jedem, also Sie brauchen dafür nicht dieses Mikro, um das zu machen, wir haben jeder so eine Kopiermaschine zu Hause stehen, dann heißt das, dass der Rezeptionsprozess, aber vor allen Dingen, und darüber reden wir heute, der Entstehungsprozess von Kultur sich verändert. Also das, was Kultur nach Veröffentlichung schon immer war, dass Dinge geremixed, gesampled, verändert werden. Sie alle kennen Lieder eher über die Coverversion als über das Original. Jonathan Lessem hat es mal genannt, wir sind alle rückwärts geboren in unserer popkulturellen Sozialisation. Dieses Rückwärtsgeborensein kann sich nicht nur ab dem Zeitpunkt der wirklichen Veröffentlichung stattfinden, sondern es kann eigentlich schon ab dem Zeitpunkt der Ideenfindung stattfinden. In der Softwareentwicklung nennt man das die Beta-Phase. Also etwas wird entwickelt und ich kann an dieser Entwicklung teilhaben. Das, was Wikipedia mit dem Lexikon gemacht hat, glaube ich, kann die Digitalisierung und wird die Digitalisierung für viele weitere Bereiche der Kultur machen, nämlich dass die Entstehungsbedingungen offengelegt werden. Das alles kann man, und damit schließe ich diese kurze Einführung, das alles kann man gut oder schlecht finden. Mir ist es erstmal egal, ich finde es super, was Christian Römer zum Einstieg gesagt hat. Man verstehen möchte, was die Bedingungen der Digitalisierung sind, da muss man als erstes sich mit seiner eigenen Meinung zurückhalten. Also ob ich selber es gut oder schlecht finde, dass Menschen Twitter benutzen, ist vollkommen unerheblich, um zu verstehen, wie Twitter funktioniert. Um zu verstehen, was die Digitalisierung bedeutet, ist erstmal völlig egal, ob ich persönlich das gut oder schlecht finde, dass das Lexikon jetzt nicht mehr im Schrank steht, sondern digital verfügbar ist und seine Entstehungsversionen offenlegt. Das möchte ich vorausschicken, weil solche Diskussionen schnell dahin abgleiten, dass in der zweiten Publikumsfrage jemand sagt, aber es war doch in den 80ern viel schöner. Ja, indeed, 80er Jahre der Traum für alle Menschen, die was mit Kultur gemacht haben. Umsatzrendite von über 20%, aber Informationen, die ich exklusiv für Sie hier weitergeben kann, kommen nicht zurück, die 80er Jahre. Und da ich noch ein paar Jahre in meinem Beruf arbeiten will, fände ich es schön, wenn wir gemeinsam nach vorne gucken und nicht in erster Linie sagen, was wir persönlich gut oder schlecht finden. Ja, vielen Dank. Wie guckt man als Dramatiker auf diese Entwicklung, Herr Gieselmann? Also ich habe mich jetzt, als Sie gerade über den Verlust des Originals gesprochen haben, daran erinnert, dass ich unglaublich stolz war, als ich beim Robert Verlag angenommen wurde. Und dann wurde Herr Kolpert da so angenommen als Stück. Und dann dachte ich, ja, aber wie kriege ich denn das jetzt eigentlich mit? Und dann haben sie mir so ein Exemplar zugesendet. Das war so ein rot eingebundenes mit so einer Heftung. Da stand so drauf, Herr Kolpert von David Gieselmann. Dann dachte ich so, jetzt bist du angekommen im Theater. Es gibt so ein Bühnenexemplar. Damals war das ja so, dass die Theater diese Exemplare bestellt haben. Die wurden dann irgendwie so verschickt. Ja, wir brauchen 8 Stück für den Bühnenbildner und so. Und mein Verlag hat diese Dinge jetzt abgeschafft. Also das ist zum Beispiel schon mal eine ganz direkte Auswirkung. Die machen das nur noch digital. Also man kann sich die Stücke runterladen, in einer unveränderbaren PDF allerdings. Und diesen Stolz, so ein Exemplar in den Händen zu haben, den gibt es für Theaterautoren nicht mehr. Aber das ist ja jetzt, könnte man auch als Formalie bezeichnen. Absolut, aber ich dachte, ich fange mal mit einer Formalie an, beziehungsweise, ja, so. Zumal ich ja angefangen, also beziehungsweise der erste Anfang war ja mein komischer Satz, dass das mein Schreiben nicht beeinflussen würde. Das war sozusagen eine Lüge. Jetzt die Formalie.
Ja. Also das ist so ein bisschen die Denkreihenfolge, erst einmal lügen und dann formal werden. Ja, gut. So, wo geht's jetzt weiter, ist natürlich immer die Frage. Ja, ich meine, ist Ihr Stück kein Original mehr? Oder? Oh, doch, das glaube ich eben doch. Also es gab jetzt zum Beispiel neulich mal den Fall, dass ein Stück von mir gemacht wurde, das schon noch älter als Herr Kolpert ist, also 12 Jahre alt. Und dann haben die so gesagt, ja, aber da das Ende, das könnte man dann nochmal neu denken. Da dachte ich so, ja, das könnte man nochmal neu denken. Habe ich es mir durchgelesen, dachte, nee. Also wenn du damit jetzt anfängst, deine 12 Jahre alten Stücke selber da irgendwie zu verwursteln und nochmal, ich hatte irgendwie gar nicht mehr den Zugang zu den Figuren, das war alles viel zu lange, sag ich, nee, das Stück ist abgeschlossen, das ist das Original, macht was also draus. Kein Update. Nee, ich glaube, in dem Fall ging es auch gar nicht. Also ich hatte den Zugang zu meinen eigenen Figuren längst verloren, nicht komplett verloren, aber schreiben konnte und wollte ich sie nicht mehr. Und dann habe ich irgendwie gedacht, wenn ich jetzt damit anfange, dann werde ich irgendwann verrückt. Also weil es ist ja schon schwer genug, ein neues Stück zu schreiben. Wenn ich jetzt auch noch anfange, irgendwelche Stücke zu überarbeiten, die ich eigentlich mal für fertig empfunden habe, dann komme ich vom Hundertsten ins Tausendste. Dürfte Simon Solberg als Regisseur das Stück umschreiben, wenn er es denn inszenieren würde? Ich weiß nicht, ob er das kann, aber... sagen wir so, er dürfte es schon, ich bin schon so traditionell erstmal dem Gedanken verpflichtet, dass das, was weiß ich, wenn es jetzt zum Beispiel eine Uraufführung ist, wäre ich da sehr viel sensibler als bei einem Stück, was weiß ich, wie zum Beispiel Herr Kolpert, das jetzt sich so oft schon auf der Bühne bewährt hat, dass ich denke, dann kann da auch mal irgendjemand einrücken und versuchen, was anderes draus zu bauen. Bei einer Darf ich dich da zitieren? Ja, klar, das kannst du gerne machen. Also, aber jetzt bei einer Uraufführung würde ich dann denken, da würde ich mir schon wünschen, dass es in irgendeiner Form so versucht wird, das wahrzunehmen, was ich damit wollte und das umzusetzen. Das wäre, ist zumindest bei einer Uraufführung, glaube ich, schon mein Anspruch als Autor oder mein Wunsch als Autor. Simon Solberg, Sie haben ja auch... Also ganz berühmte Stoffe wie den Faust oder den Simplicissimus bearbeitet. Wie würden Sie Ihren Zugang beschreiben oder Ihre Arbeitsweise beschreiben als Regisseur? Also ich glaube, ich versuche erstmal dem Autor, ich versuche erstmal rauszubekommen, wenn wir zu mehrere Stücke lesen, was ist so, um es Heiner Müller-esque versuchen zu beschreiben, was ist so das Schmerzzentrum, was in dem Stück. Also warum hat der Autor damals sich entschieden, ich möchte gerne diese Geschichte erzählen und nutze dafür die Form eines Theaterstücks und packe es in Figuren. Aber es geht ja eigentlich, glaube ich, dem als Künstler um einen Need, um sich zu verhalten oder um einem Gefühl Ausdruck zu verleihen. Das ist so der erste Vorgang, dass ich gucke, was könnte da so innen drin liegen. Und dann der nächste Vorgang ist eigentlich, warum bin ich dran hängen geblieben? Also was interessiert mich an dem Stoff? Hat das irgendwie eine gesellschaftliche Relevanz? Hat das eine Relevanz in der Stadt, die mich angefragt hat für den Stoff und in meiner Generation und aber wahrscheinlich auch so in meinem Lebensabschnitt? Ich glaube, das kann ich nicht verhehlen, dass das irgendwie sich so wechselt. Und der nächste Punkt ist eigentlich danach zu gucken, wie kriege ich das Gefühl, was ich denke, was der Autor hatte und was ich hatte beim Lesen, wie kriege ich das so übertragen, dass die Zuschauer im besten Fall das Gleiche empfunden haben, was der Autor oder was ich empfunden habe beim Lesen. Und dann geht es eigentlich, dann kommen wir zu dem Mashup-Prinzip, weil ich halt total glaube, dass wir einfach alle Sklaven unserer Sozialisation sind und die ist nun mal irgendwie von 80ern, das gerade von den Sample und von Tapes und so, VHS-Kassetten, da geht es irgendwie los. Und deswegen führt das auch von Masters of the Universe bis Schostakowitsch, was da alles irgendwie einfließen kann. Und das hat aber ganz, ganz viel mit den Leuten zu tun, die in der ganzen Produktion sind und was in dem Moment auch passiert. Also das ist eigentlich das nächste Stadium wäre dann in die Proben zu gehen, mit so ersten kruden Ideen und einem ungefähren Fahrplan, was die Fassung sein könnte. Und dann lässt man das von allen Seiten beschießen. Also
Hospitant bis zum Techniker, bis zu was passiert gerade in der Ukraine, welche Bücher bringt der Dramaturg mit, was hat man gelesen, was fällt einem für Quatsch irgendwie auch ein und spielt das alles durch, spielt jede Situation durch und überlegt aber auch, was hat das mit den ganzen Schauspielern zu tun, die dabei sind und mit den Leuten, die in der Produktion sind. Und nach diesem ganzen Vorgang muss man, glaube ich, dann wieder, oder ist bei mir so, dass dann wieder so ein Autismus eigentlich einsetzt, dass man wieder zu Hause das irgendwie alles filtert und versucht, wieder in eine Form zu bringen, um das dann irgendwie zu destillieren und eigentlich um über das reine Mash-Uppen, das reine Kombinieren von den Sachen, dass daraus das Dritte werden kann. Oder ich rede dann eigentlich immer so vom fünften Element, also nicht der Autor, nicht das Team, nicht die Schauspieler, nicht das, was uns umgibt an Sozialisation, sondern was nur durch dieses alles zusammen rausgekommen ist, also als eine neue Idee sozusagen. Und das versuchen wir dann festzupacken und irgendwie so konsumierbar zu machen fürs Publikum, dass man daran irgendwie Spaß hat. Und dass aber eigentlich der Grundgedanke und das Schmerzzentrum von dem Autor nicht verloren geht. Und im besten Fall, dass es wirklich mit den Leuten zu tun hat, mit uns zu tun hat, die da auf der Bühne stehen. Also das versuchen wir jetzt von Mal zu Mal. Es ist eigentlich eine Reanalogisierung von diesem ganzen, von allem, was man aus dem Netz irgendwie so kriegen kann, versuchen wir eigentlich wieder in den Proben durch Schauspielen, durch das Erspielen und das Schaustellen von dem Erspielen eigentlich zu re-emotionalisieren und zu re-analogisieren, weil wir ja quasi kein Museum sind, also wir stellen den Text jetzt nicht einfach aus, sondern wir sind ja eine darstellende Kunstform und versuchen das, ja, also ich rede jetzt eine halbe Stunde, aber ich glaube, man hat das ungefähr schon, also ja, glaube ich, rausbekommen, was ich gemeint habe. Mich würde interessieren, ist das wirklich, das, was du jetzt beschrieben hast, eine Arbeitsreihenfolge, an der dich konkret sozusagen hältst, wenn du ein Stück machst oder wenn du eine Inszenierung machst, dass du irgendwie sagst, so, jetzt bin ich in der und der Phase, so wie du es jetzt quasi gerade beschrieben hast, jetzt bin ich, mache ich das, jetzt suche ich das fünfte Element, oder ist das sozusagen rückwirkend jetzt beschrieben, oder ist es eine Arbeitsreihenfolge, wo du dich auch drauf verlassen kannst, weil sie sich schon öfter bewährt hat? Also ich glaube, es ist so, dass der eigentliche, ich glaube, vom Prinzip her ist es schon ein ungefährer Fahrplan, weil ich mir natürlich auch so im Vorfeld überlegt habe, wie ist das eigentlich, wie arbeite ich, was würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt gefragt würde, sonntags morgens, und dann habe ich gedacht, ja, aber das ist eigentlich schon immer das gleiche Prozedere und die gleiche Sehnsucht, aber es kommt immer wieder, dann ist man auf den Proben und irgendwann hat man nur noch Quatsch und es sind nur noch 1000 Fremdtexte dazu, nein, wir müssen jetzt unbedingt noch Jean Ziegler nochmal zitieren und wir müssen jetzt unbedingt die Rede von einem ukrainischen Maidan-Anhänger da irgendwie querschießen mit Simplicissimus damals von so, um zu zeigen, wie der 30-jährige Krieg heute ist, und dann wird so eine Riesenblase, wird immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, und ganz zum Schluss muss man dann eigentlich wieder fragen, ja, aber was war denn der allererste Impuls? Also was hat das denn, was würde mich denn bewegen, wenn ich mir das angucke, oder was hat mich denn bewegt, als ich mich für diesen Stoff entschieden habe? Und dann muss man eigentlich wieder ganz zurückspringen zu diesem ersten Punkt. Deswegen ist es eigentlich gar nicht so ein lineares Ding, sondern es ist schon so ein Ping-Pong, was wieder hin und her geht. Aber und wäre das, Herr von Gehl, was Sie unter einer neuen Version dann verstehen? Ja, die beiden arbeiten sich ja gerade schon an sozusagen der Originalversion immer ab, die sie beide inszenieren. Also was ich dabei spannend fände, wäre, all das, was jetzt gerade beschrieben wird, wird in Kunstdiskursen immer im Nachhinein erzählt. Also wenn Sie sich Musikzeitschriften anschauen oder auch den Dialog gerade, der erzählt dann im Nachhinein, wie man zu dem Kulturprodukt gekommen ist, also dem Theaterstück, der Inszenierung, der Platte. Gesamte Schauspielerinterviews bei Filmen funktionieren so, dass sie irgendwelche Geschichten vom Dreh erzählen. Ich als armer Zuschauer bin aber mit dem fertigen Produkt konfrontiert und habe überhaupt gar keine Möglichkeit, in diesen Entstehungsprozess reinzugucken, weil ihr den halt erst nachher erzählt. Das ist so, lesen Sie mal die Tagebücher von Thomas Mann. Der hat dann sehr darunter gelitten, dass wir nicht direkt daran teilnehmen konnten. Deswegen hat er in diesem Tagebuch schon seine eigene Bedeutung hinterlegt. Und ihm war klar, dass wir die alle irgendwann mal lesen werden. Und diese Idee ist heute in Echtzeit möglich. Das heißt nicht, dass ich das gut finde, aber ich kann heute dabei zuschauen, wie Kultur entsteht. Und das ist sozusagen eine Möglichkeit. Dieses Ding hier wird gerade auch irgendwo hingestreamt. Entschuldigung. Sehr gut. Leute gucken also hoffentlich, damit die Technik sich auch lohnt und das Invest, gucken da jetzt zu und nehmen an etwas teil, was eigentlich bis vor 20 Jahren sozusagen auf diesen Raum hier begrenzt war. Und ich habe das Gefühl, dass wir Kunst- und Kulturproduktion
immer noch so ein bisschen wie so ein Geisterspiel beim Fußball uns vorstellen. Da gibt es halt den Proberaum von den Münchner Kammerspielen, in denen passiert genau das, was du gerade beschrieben hast. Aber ich als Zuschauer kann nicht zugucken. Technisch kann ich zugucken. Das verändert natürlich ganz viel. Und ich weiß nicht, ob ich das als Künstler wollen würde, aber deswegen habe ich das vorweggeschickt. Darum geht es erstmal gar nicht. Es geht darum, dass es ginge. Und ich hätte ein ganz anderes Verhältnis zu jeglicher Form von Kunst, Film, Musik, Theaterstück, wenn ich zugeschaut hätte. Gar nicht in der Form, dass ich dauernd zuschaue, sondern es wäre für mich viel näher. Das ist ja viel spannender noch fast als das Stück, ist, zu erfahren, wie ihr arbeitet. Lustigerweise haben wir uns das jetzt gerade auch gedacht beim letzten, deswegen habe ich Analogisierung gesagt, weil wir haben es jetzt zum fünften Mal überlegt, ja, wir machen währenddessen einen Blog und stellen immer wieder Probeaufnahmen irgendwie ins Netz und versuchen das, haben es wieder technisch nicht gebacken bekommen, weil Künstler. Aber die, wir haben dann gedacht, okay, aber was wäre denn unser Umgang damit? Das wäre eine, jetzt sage ich es zum dritten Mal, weil ich das Wort irgendwie geil finde, Reanalogisierung. Nämlich, wir haben eigentlich von der ersten Probe angefangen, auf Wänden zu sammeln für dieses Abenteuer. Also es ist halt so ein Abenteuerroman, Simplizismus, ihr habt den eh alle gelesen. Geht halt über den 30-jährigen Krieg, die ganze Geschichte vom Kind bis zum Erwachsenwerden. Und der hat halt... Er lebt tausende Abenteuer. Auf jeden Fall haben wir pro Abenteuer eine große Pappwand gehabt und haben angefangen zu sammeln von Kostümbildern, Fremdtexte, Zeitbezüge, so, und haben dann uns zum Schluss entschieden, dass wir dieses Teil auch auf die Bühne dann packen und dass wir die Zuschauer ganz zum Schluss irgendwie auf die Bühne holen und sagen können, okay, für alle die jetzt an der Stelle den Link nicht kapiert haben mit so, kann man jetzt nochmal nachlesen sozusagen. Es ist noch nicht ganz, also es ist nicht live, aber es ist der, schon mal der Versuch, einen Schritt weiterzugehen, weil es geht mir ganz genauso. Mich nervt, dass man denke, so, ich habe oft den Vorwurf, ah, ihr Schweine, ihr habt doch euch nichts gedacht bei den Proben, bei den Kollegen. Das ist doch so. Und das ist natürlich total überheblicher Quatsch so. Aber mich würde natürlich zu 80% interessieren, was habt ihr euch denn gedacht dazu? Also vor allem, wenn es irgendwelche Sachen sind, die ich nicht dechiffrieren kann. Und ich denke mal, aus meiner Generation gibt es dann andere Generationen, die da auch davor sitzen und denken, warum lachen jetzt die jungen Leute? Es ist totaler Quatsch, was da vorne passiert. Aber das im Nachhinein zu kapieren, ah, okay, natürlich, He-Man hat natürlich was mit Kollege Klitschko in der Ukraine zu tun, weil das eine Heldenfigur ist, an die man sich andocken kann, die eigentlich Befreiungserlöser, psychologische Strategie verfolgt, bla bla bla. Ja, aber das muss man halt nachher kapieren. Also diese Dechiffrierung muss man dann ja als Zuschauer leisten. Und dann ist es, das ist leichter, wenn man irgendwie da schon mit einbezogen ist, vielleicht am Anfang für manche. Oder? Ja, aber, entschuldige, ja? Ich glaube ja, dass ein Teil des Spaßes darin ja besteht, diese Transferleistung anzutriggern von unserer Seite. Weil ich glaube, das ist ja die große Kunst. Also wie schaffe ich es, das Stück so aufzuladen, dass ich möglichst an möglichst vielen Schichten möglichst viele Leute sich da andocken können mit ganz anderen Erfahrungshorizonten. Und das ist ja so das Spiel, so was lasse ich im Unklaren, wo gibt es eine Überforderung und wo gibt es immer wieder so ein Mut machen und Lust machen, irgendwie quer zu denken. Weil das ist ja, deswegen sind wir ja, also deswegen mache ich das sozusagen, die ganze Veranstaltung. Und da finde ich es schade, schon zu viel zu verraten an der Stelle, sondern eigentlich so immer so, dass man nicht vor die Stirn gehauen wird oder nicht vom Kopf gestoßen ist, aber dass man immer so neugierig bleibt im besten Fall. Und danach dann nochmal nachlesen kann, ah, okay, so, also vom Intellekt, weil da finde ich, so ein Abend selbst sollte nicht über den Intellekt funktionieren, sondern eigentlich über den Bauch. Das Tolle wäre, und das beantwortet die Frage mit den Versionen, dass, wenn das so dokumentierbar wäre, wie gerade beschrieben, also ich das sozusagen in Versionen den Entstehungsprozess des Abends nachverfolgen kann, da kann ich halt selber entscheiden, welche Version mich im Bauch am meisten berührt. Also ich kann sozusagen wie in der Wikipedia in Versionen springen. Und theoretisch ist, und ich hatte ein bisschen Zweifel, ob das mit Theater geht, aber du hast es zum Glück selber jetzt gerade schon so gespielt. Natürlich ist ein Theaterstück auch digitalisierbar. Das ist das Gegenteil von reanalogisieren, ist ja, dass es irgendwann digital sein muss. Und ich kann dann selber als Zuschauer entscheiden, in welcher Version bewege ich mich, oder als Kritiker sagen, die Version zwei Schritte davor war viel besser als die, die der Autor am Ende oder der Regisseur am Ende ausgewählt hat. Und wir kommen in eine ganz andere Diskussion, die sich gar nicht mehr so singulär um, da ist das genialistische Originalkunstwerk auf der Bühne aufgeführt, das der Autor erschaffen hat und aus dem der Regisseur in seiner Interpretation dann nochmal diesen genialen Aspekt geschaffen hat, sondern man arbeitet sozusagen an einer flüssigen Form des Werkes, die sich sozusagen erst im Publikum bildet. Also das Publikum wählt seine Version aus. Und natürlich kann man dann sagen, es gibt eine, und das ist Reanalogisierung, das finde ich einen sehr schönen Begriff, eine sozusagen konsensualisierte, feste Form davon.
So arbeiten wir auch heute, wenn wir uns die ganze Versionsforschung zu Kafka angucken, ist es ja keineswegs so, dass Kafka gesagt hat, so, jetzt schreibe ich mal den Prozess, der ist jetzt fertig, abschicken, zum Verlag drucken, sondern die Kafka-Geschichte ist eher so, dass er gesagt hat, vielleicht lieber wegschmeißen. Und dann gab es diesen sehr guten Freund von Franz Kafka, der das zu Deutschland sucht den Superstar, der das dann veröffentlicht hat. Und jetzt gibt es eine Menge Leute, die an Universitäten sitzen und nichts anderes tun, als überlegen, was war eigentlich das Original, das Kafka sich gedacht hat? Die Frage ist, haben wir dann ein Originalkunstwerk oder ist sozusagen das nicht schon immer Frage von Rezeption? Und wenn wir neue Rezeptionsmöglichkeiten im Digitalen haben, können wir die ja vielleicht auch offenlegen. Das ist viel anstrengender für das Publikum, aber es ist vielleicht auch viel spannender für das Publikum. Also ich finde es spannend. Also ich finde den Vorgang wirklich spannend zu sagen, dass man eigentlich flüssigen Zustand. Also ja. Ich glaube, das Kultur übernimmt einen neuen Aggregatzustand. Weil das ist es sowieso. Entschuldigung, ganz kurz. Weil das ist sowieso schon, weil es live ist. Ne? Also ich meine, sowieso genau. Jeder Abend anders. Also fängt von den Kollegen von der Technik an, wenn sie sich entscheiden, die Wand nehmen wir heute nicht weg bei dem Umbau. Dann sind alle irgendwie, machen Bambule und müssen dann wieder spielen. Das ist ja toll, das ist ja, deswegen geht man ja auch hin. Man will ja eigentlich so auch, hat ja Spaß am Scheitern, dass man sieht, die da oben sind genauso Würste wie ich selbst. So, aber das natürlich nochmal weiterzudenken, eigentlich parallel zu gucken, okay, nee, jetzt würde ich aber gerne springen in die Version vor der Generalprobe und so. Ich weiß nicht, ich habe noch nie, wenn ihr diese Opern übertragen, so, ich habe mir das noch nie reingestellt. Vielleicht wäre das auch eine Variante, dass man ja, zu Hause... Wir können das ja mal mit David Giesemann, der erstmal sagt, wenn man eben sagt, er ist von der Digitalisierung völlig unbeeinflusst, aber dann stellt sich heraus, dass seine letzte, die Figur seines, die Hauptfigur, glaube ich sogar, seines neuesten Theaterstückes eigentlich im Netz entstanden ist. Und vielleicht könntest du das mal erzählen, wie das, was es damit auf sich hat. Nee, es ist nicht wirklich die Hauptfigur. Es ist eine präsente Nebenfigur eines Stückes, das in Frankfurt rauskommen wird Ende des Jahres. Das ist, die Figur heißt Dietmar Poppeling und er ist Pop-Experte. Ein bisschen war Dietrich Dietrichsen natürlich sozusagen der Ideengeber. Und ich habe die Figur erfunden, weil ich so einen Blog über Popmusik habe und irgendwie dann ich nach einer Möglichkeit gesucht habe, wenn ich jetzt schon immer über Pop schreibe, will ich auch mal, was ich eigentlich ja ganz gut kann, Dialoge schreiben. Und dann habe ich angefangen gedacht, ja, dann mache ich einfach ein Selbstinterview und das fand ich irgendwie blöd. Und dann habe ich halt diese Figur erfunden, damit ich jemand anders interviewen konnte. Und dann habe ich so eine Facebook-Seite für den, ich habe auch eine Biografie über den geschrieben, der war also auch mal Beauftragte der rot-grünen Bundesregierung. Vor Sigmar Gabriel. Und das Tolle im Internet ist ja, dass viele Leute das sofort glauben, also auch wenn nur eine Quelle irgendwie davon spricht, dass das Internet am Montag abgeschaltet wird, gibt es Leute, die darüber diskutieren, ob das nun wirklich stimmt. Und eine Figur zu erfinden, von der die Leute auch ausgehen, dass es die geben könnte, ist auch ohne weiteres möglich. Und dann habe ich einmal die in einem Hörspiel eingebaut, fand die irgendwie nach wie vor die Figur des Dietmar Poppeling interessant genug, um sie jetzt nochmal auf die Bühne zu holen. Und das wird also im Dezember sein. mal gucken, was draus wird. Die ist dann irgendwann aufgeflogen, an einer ganz absurden Sache, dass also viele, die meinen Blog lesen, interessieren sich so für Castingshows und Lena Meyer-Landrut. Das ist mein Hauptleserkreis, ist eigentlich Lena Meyer-Landrut, also Lena Meyer-Landrut-Fans. Ob Lena Meyer-Landrut auch schon mal gelesen hat, das weiß ich nicht. Aber die gibt es wirklich. Die gibt es wirklich und da habe ich dann irgendwann mal gesagt, ja, da hat Dietmar Poppeling in einem Interview gesagt, ja, bei der Echo-Verlag habe ich jetzt Lena Meyer-Landrut getroffen. Ich war total verblüfft, wie klein die ist. Und offenbar ist die gar nicht klein. Und dann haben die Fans gesagt, hä, da kann irgendwas nicht stimmen. Und komischerweise haben sie dann an dem Punkt gemerkt, den gibt's gar nicht. Den gibt's gar nicht. Und das waren in den Lena Meyer-Landrut-Foren, wurde ich an dem Tag dann raus. Also das war dann nicht mehr öffentlich. Jetzt muss der nicht rehabilitiert, aber reanalogisiert werden, der Herr Poppeling, nicht? In Frankfurt offenbar dann. Genau. Reanimiert.
Ah nee, der war nicht tot. Der war doch noch, der da überlebt hat. Ja, ja, genau. Der wird jetzt auch diese Woche wieder, also immer wenn Eurovision Song Contest ist, dann ist das, der ist der absolute Mega-Experte von Song Contest. Also wer das lesen will, einfach kann man auf... Ja, wenn man David Giesemann googelt, das ist das Erste, was er auswirft. Google, ja, man kann auch den Dietmar Blog Poppling googeln. Ja. Also da kommt nur meine Seite, weil woanders gibt es den ja gar nicht. Er greift hier schon von selbst zum Mikrofon. Also. Ich wollte fragen, ob Dietmar Poppling vielleicht für das SZ-Feuilleton schreiben will. Nee. Das müssen wir ihn fragen. Ich fand gerade lustig, dass du ich gesagt hast. Du hast gerade ich gesagt, als du über ihn gesprochen hast. Naja, das ist ja auch meine Schöpfung. Ja. Genau. Du bist also in Versionen verfügbar, um es sozusagen zuzuspitzen. Giesemann 2.0. Ich sage jetzt einfach mal ja. Dann wäre die spannende Frage, welche die Originalversion ist. Also jetzt gar nicht inhaltlich, sondern zeitlich. Also wäre es früher geschaffen worden? Na, jetzt kommt er ins Nachdenken. So. Ich würde sagen, also erst ich, dann Dietmar Poppling. Oder wie war jetzt die Frage gemeint? Ja, also physikalisch vermutlich schon, aber jetzt hast du ja sozusagen die Bezugnahme gerade offengelegt mit Dietrich Dietrichsen. Ich weiß gar nicht, wer von euch beiden älter ist, also vielleicht ist ja dann sozusagen, ich versuche gerade bewusst natürlich sind in deinem... Sind schon drei, ne? Also genau. Von der erfundenen Biografie her ist Dietmar Poppling älter. Okay, also dann haben wir sozusagen, wenn wir jetzt Original und Kopie nur noch am Zeitstempel unterscheiden, bist du die Kopie deiner eigenen Erfindung. Auch, ich ja, sag nochmal ja. Gut. Am Ende ist diese Frage ja nur, sollte sie nur darauf hinführen, dass die Suche nach dem Original vielleicht auch völlig egal ist in dem Zusammenhang. Also du hast gerade so schön geschildert, wie das Original von Lena Meyer-Landrut-Fans dechiffriert wurde, weil die den halt gesucht haben irgendwo. Ja. Aber ob der existiert oder nicht, ist ja eigentlich völlig wurscht. Ja. Weil er existiert ja nicht auf der Eurovision Song Contest Party oder auf der Echo-Verleihung, sondern er existiert ja wo ganz anders. Also interessant ist ja wirklich, dass er dann an seiner Physikalität gescheitert ist. Also sozusagen an der Beschreibung der Körpergrößenunterschiede zwischen Lena Meyer-Landrut und Dietmar Poppling. Da ist es also aufgeflogen. Das ist ja, der war ja vielleicht eine nur besonders groß, nicht? Aber vielleicht müssen wir jetzt auch wieder das ein bisschen wäre der ernst Trick gewesen, werden. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich geschrieben habe, dass Landrut groß sei und die sagt, die ist doch gar nicht groß oder ob es umgekehrt war. Da müsste ich jetzt auch mal nachschauen. Weiß jemand, wie groß Lena Meyer-Landrut ist? Also wir wollten ja eigentlich über die Bedingungen, den Künstler im digitalen Zeitalter, jetzt haben wir eine kleine Praxis-Exkurs. Ja, jetzt... Ich habe ja die Verwirrung gestiftet mit der Originalsuche, vielleicht nehme ich dann auch den Weg ja, wieder bitte. Zurück. Ich fand das deswegen spannend, weil wir ja immer davon ausgehen, dass es den einen Künstler gibt. Jetzt ist es ein bisschen gemein, das an dir durchzuspielen, aber es geht ja im Prinzip für jeden. Das war ja vielleicht vorher schon so, aber heute ist es halt auch viel leichter nachweisbar. Also man musste schon das Schreibpotenzial von Tucholsky haben, um mehrere Pseudonyme zu haben. Heute ist das im Netz halt sozusagen leichter möglich, weil das Netz ja folgende Veränderung mit sich gebracht hat. Neben der digitalen Kopie und dem identischen Duplikat kann das ja nun auch jeder tun. Das führt rein marktwirtschaftlich gesprochen halt zu einer Veränderung der Aufmerksamkeits-Inhalt-Korrelation. Also in einer Welt, in der man um 20 Uhr die Tagesschau einschaltet, weil man vorher nicht mitgekriegt hat, was denn passiert ist, weil man nur zwei TV-Programme hat, gibt es sozusagen verhältnismäßig wenig Inhalt und verhältnismäßig viel Aufmerksamkeit. In einer Welt, in der jeder publizieren kann und die Geburtsmeldung in einer Facebook-Timeline genauso wichtig sein kann wie das, was in der Ostukraine ist, für jeden persönlich, dreht sich sozusagen das Verhältnis um. Also Inhalt und Aufmerksamkeit stehen in einem umgekehrten Verhältnis. Es gibt mehr Inhalt, als es Aufmerksamkeit gibt. Und wenn man das versucht, in einen Bezug zu bringen, muss man sagen, dass der Inhalt vielleicht nicht mehr das allein Glücklichmachende in diesem Aufmerksamkeitskosmos ist, sondern dass es vielleicht darum geht, Kontexte für diesen Inhalt zu schaffen und dann auf einmal wird dieser Inhalt für mich wichtig. Wenn mir also irgendwer erzählt, er hat eine Figur erfunden, die sich im Internet über Lena Meyer-Landrut lustig macht, würde ich sagen, gut, gehen wir mal zusammen was trinken vielleicht, wenn ich auch Lena Meyer-Landrut-Fan bin. Wenn du mir das erzählt hast, ist für mich natürlich eine komplett andere Bedeutung, aber nicht wegen der Figur, sondern wegen des Kontextes, in dem die Figur agiert. Und Theater, du hast es gerade selber gesagt, bei einer Uraufführung wäre es dir bedeutsamer als bei einem Stück, das dann später gespielt wird. Das heißt, es geht gar nicht mehr um den Content, um das Stück selber, sondern um den Kontext dieses Stückes. Also bei der ersten Aufführung ist es dir wichtiger, dann nimmt es ab oder vielleicht auch nicht.
Und worauf ich hinaus will damit ist, die Rahmenbedingungen werden viel wichtiger in einer Welt, in der jeder Inhalte identisch duplizieren kann. Ja, da wäre das Theater das ideale Medium, auch um Kontexte herzustellen. Absolut, ich finde, weil man natürlich hat da auch die Möglichkeit, auch genau andersrum, auch wieder irgendwie, finde ich, aus diesem ganzen Datenwust Armageddon, mit dem man zugeballert wird, da durch einen künstlerischen Umgang damit, und wenn es nur ist wie Hirschhorn, der verschiedene Kontexte mit einfach braunem Paketband ineinander wickelt und daraus andere Gebilde schafft, so verstehe ich unsere Arbeit schon auch, dass man aus diesem ganzen Wust, deswegen habe ich vorhin destilliert gesagt, oder habe ich das überhaupt gesagt? Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du. Ich, danke. Ja. Aber da ist natürlich schon die Aufgabe, dass wir diese 8 Wochen dann nutzen, irgendwie genau aus diesem ganzen Wust zu destillieren und wieder dem einen anderen Kontext zu geben und dem auch eine andere Wichtigkeit zu geben und zu entscheiden, für diesen Moment, das ist ja das Tolle, dass wir das Privileg noch haben, dass sich Leute entscheiden, die Handys auf Flugmodus zu stellen und für 2 Stunden ihre gebannte Aufmerksamkeit, obwohl, jetzt stimmt gar nicht, Schulvorstellungen sind schon auch so Ping-Pong, Ping-Pong. Obwohl Schulvorstellungen wahrscheinlich alle inzwischen. Oder Dramaturgen in Endproben. Sieht man auch immer, wenn die Lichter so hell werden, weil sie so gucken. Ich habe total, also 2. Akt super. Naja, aber habe ich das gerade wirklich gesagt? Gut. Ich meine nur, das ist ja ein super Luxus, dass wir die Chance haben, dass da jemand hinkommt und für 2 Stunden uns wirklich die Aufmerksamkeit gibt und nicht währenddessen im besten Fall. Ja, das wird ja aber diskutiert, hat aber natürlich, öffnen soll, nicht? Ja, könnte man. Ich wollte nur darauf geben, dass das natürlich eine total große Verantwortung auch ist, diese 2 Stunden nämlich mit dem richtigen oder mit dem bestmöglichen Kontext zu füllen. Und ich glaube manchmal, dass wir uns auch der Verantwortung nicht bewusst sind, dass es so ein Privileg ist, dass da jemand 2 Stunden Lebenszeit gibt. Und dass sie aber auch dann mit einem Mehrwert rausgeben, dass das was anderes sein muss, als wenn ich 2 Stunden vom Netz sitze. Also warum gucke ich mir nicht die 3. Staffel Breaking Bad zu Hause an, sondern gehe live ins Theater. So, und da ist, glaube ich, nochmal eine... Darf ich die Frage ganz kurz mit einer Fußnote beantworten, weil das ist ja natürlich das total Spannende, das meinte ich gerade mit dem Geisterspiel. Man schaut sich Serien zum Beispiel mit Freunden an, weil es eine soziale Dimension gibt. Man geht ins Theater, nicht nur wegen der genialen Regisseure und Autoren, sondern weil andere Leute neben einem sitzen. Also das Theater wäre ja bei aller Genialität der Regisseure und Autoren der langweiligste Ort der Welt, wenn man alleine da drin säße. So toll das womöglich sein mag für irgendwelche Oligarchen, dass sie sich das Theater kaufen können. Ich persönlich fände es irre langweilig, wenn ich alleine in den Kammerspielen sitze und deine neueste Inszenierung anschaue. Allein deswegen, weil ich denke, die scheint nicht so bedeutsam zu sein, wenn niemand sonst da ist. Also dieser soziale Referenzboden, der spielt ja eine total große Rolle. Wir haben ihn aber fast gar nicht im Blick. Und das Netz drängt diese soziale Ebene halt sozusagen auf in ihren positiven wie negativen Ausprägungen. Beim Lesen dachte man immer, das Lesen sei sozusagen die zurückgenommene, einsame Form des Sich-Versenkens. Aber auch die Lektüre kann zu einem sozialen Erlebnis werden, wie ein Theaterbesuch, wenn ich digital mit jemand anderen ein Buch lese, zum Beispiel einen Text vervollständige. Und das meine ich mit diesem Wettkampf um Aufmerksamkeit, davon ist das Theater dann eben auch nicht verschont. Nee, absolut. Und da ist, glaube ich, geht es wirklich darum zu gucken, was sind die Vorteile? Also was macht diesen zum Beispiel Live-Effekt aus? Warum gehe ich auf ein Live-Konzert? Warum gehe ich ins Theater und so? Und sich auch darauf zu berufen. Ja, ich glaube, das hat schon immer auch was damit zu tun, wie liefert man sich diesem Live-Vorgang als Kunstschaffender aus? Also wie wertvoll nimmt man, dass da jetzt diese ganzen Leute mit im Saal sind? Deswegen bin ich ein extremer Verfechter davon, dass das immer über einen Austausch geht und dass jeder Abend auch anders sein muss, weil die Leute mit einer anderen Stimmung reinkommen und da andere Leute da sind. Deswegen geht's das mir ist übrigens immer dann so. Nochmal Versionierung. Also du hast eine Inszenierung, von der wir glauben, weil sie auf nachtkritik.de besprochen ist, die sei jetzt immer so, aber die Kollegen haben ja nur einen Abend gesehen. In Wahrheit ist ja der nächste Abend aber vielleicht ganz anders. Wir jetzt gerade verstanden haben, weil die Techniker eine neue Inszenierung gießen. Also die Idee von Versionierung und die Suche nach dem Original, was ja das Gegenteil ist, sieht man ja schon hier, dass es ein totaler Trugschluss ist, oder? Also wie du es gerade beschreibst, auf einmal total. Ist es ganz anders auf der Bühne. Ich weiß ja auch nicht, wie der an dem Abend da war und drüber geschrieben hat, wie dem es ging, schon vorher, bevor er da reingeht. Mhm. Also, das ist dann auch die große Gefahr davon sozusagen. Manche schreiben es ja, aber man möchte es dann doch auch nicht lesen, oder? Manche schreiben, mir ging es heute persönlich vorher nicht so gut, deswegen wird die Kritik heute nicht so gut. Nee, das habe ich aber noch nicht gelesen.
Ja, sollen wir mal die Diskussion fürs Publikum öffnen? Hat hier jemand eine Frage oder eine Anmerkung? Oder eine Antwort auf eine Frage, die wir gestellt haben? Sitzen hier Urheber im Saal, die was dazu sagen möchten? Ich beantworte die Frage mal für alle. Ja, natürlich. Ja. Die Leute sind... Ja, das sind alle Urheber. Die Idee, dass der Urheber eine singuläre Kreativpersönlichkeit ist, die auf einer Bühne sitzt, ist eben vor dem Zeitalter der Digitalisierung geprägt worden. Und dass der Urheber davon leben muss, kommt nach dem Ende des Mäzenatentums auf, wo man in einen Wettstreit kommt. Heute kann jeder publizieren. Jeder ist ein Urheber. Das ist ja die Krux am Urheberrecht. Kommen Sie heute Abend zu der Remix-Veranstaltung, da geht es genau darum, dass das Urheberrecht so tut, als seien nur die zwei da Urheber und ihr alle da unten nicht, während ihr die ganze Zeit euch Notizen macht, irgendwas ins Internet postet. Natürlich ist jeder ein Urheber und das Urheberrecht unterscheidet zu Recht nicht, dass es viel künstlerisch wertvoller ist, was ihr da unten schreibt, als was ich schreibe. Das Urheberrecht unterscheidet nur über den Vorgang der Publikation. Und Publishing is not a job, it's a button, sagt Clay Shirky. Also das Publizieren ist kein Beruf mehr. Also die Tatsache, dass ich einen Sender hinter mir habe, begründet nicht, dass ich ein Urheber bin, weil jeder ein Urheber ist. Also alle Urheber, deswegen hat keiner auf die Frage geantwortet. Achso, vielen Dank. Aber dann fragen wir jetzt mal den Urheber Giesel. Ach, da ist doch jemand. Ich möchte fragen, wovon es abhängt, ob Kontexte als relevant empfunden werden oder nicht. Wer möchte das beantworten? Ich glaube, dass es vom Rezipienten abhängt. Also deswegen möchte ich nicht lesen, ob der Theaterkritiker eine Magen-Darm-Infektion hatte, bevor er ins Theater gegangen ist. Da stimme ich zu. Aber der Rezeptionskontext, in dem ich etwas wahrnehme, ist natürlich extrem bedeutsam. Und da gibt es da soziale Konventionen, dass man dann sagt, in dem Kreis wird das als so und so wahrgenommen. Aber auch das führt dazu, dass wir weg von dieser Geisterspiellogik hin zu einem vernetzten Austausch zwischen Publikum und Publizierendem kommen müssen. Womöglich ist der Rezeptionskontext nachher so, dass in einem Theater Leute sitzen und jeder hat auf dem Schirm, der sein Gesicht beleuchtet, sehr schönes Bild, seinen eigenen Rezeptionskontext. Also warum muss jeder das gleiche Stück sehen? Weil wir irgendwie technisch begrenzt waren, weil es früher halt nur eine Bühne gab. Aber heute hat vielleicht, also hier haben jetzt die meisten Leute so ein Gerät, wenn die jetzt unterschiedliche Dinge auf diesem Gerät lesen würden, die natürlich zusammengehören, dann hat jeder seinen singulär eigenen Kontext. Oder die Seite hat einen, die, das ist sozusagen, wenn jeder publizieren kann, geht es eben nicht mehr um das, was publiziert wird, sondern um die Art und Weise, wie es publiziert wird. Und das finde ich das Spannende. Da fängt es dann an, sozusagen kreativ zu werden. Wie kann denn sowas fürs Theater aussehen, Herr Solberg? Ich überlege die ganze Zeit, ob mich das jetzt wahnsinnig machen würde, also oben als Spieler, oder ob man das wahnsinnig machen würde, wenn jetzt jeder, alle Gesichter leuchten und jeder parallel noch irgendwie Bundesliga guckt. Oder wenn man das glaube ich, also ich bin ehrlich gesagt, habe ich den Gedanken, finde ich das total spannend und es geht gerade so irgendwie los. Ich glaube, jetzt bräuchte ich so eine halbe Stunde Autismus, dann könnte ich mich dazu verhalten. Qualitativ wertvoll. Ich finde es erstmal total spannend, dass man das aufwertet, dass da alle in einem Raum sind. Jeder ein Like mindestens, ne, der da sitzt. Ein Like? Ja. Ja, wobei ich das gar nicht so, also ich würde es tatsächlich noch eins einfacher machen, es muss ja gar nicht um Bundesliga gehen. Bundesliga suggeriert ja, dass man sich nicht gemeinsam in einem Gespräch verhält, sondern dass man was parallel etwas anderes tut. Mir würde es eher darum gehen, dass die Menschen, die einen Raum befüllen, miteinander vernetzt sind. Bisher geschieht das sozusagen dadurch, dass man eine gemeinsame Geisteshaltung versteht und dass man darüber dann am Ende rausgeht und seinen Distinktionsgewinn mitnimmt. Habe ich verstanden, was der Solberg wollte? Das war eine Anspielung auf He-Man. Das ist ja das, was früher eine Anspielung auf Dostojewski war. Heute muss man halt sich auch in der Popkultur dann bewegen. Vielleicht kann diese Anspielung auf He-Man aber sozusagen auch aus dem Rezeptionskontext der Benutzer entstehen. Also vielleicht bekommt der dann eine Botschaft auf sein Handy. Vielleicht nur, wenn er mitmachen will, trägt vorher seine Kontaktdaten ein, setzt sich hin und dann sendet die Bühne nicht nur ein Wort, einen Ton, ein Bewegtbild, sondern tatsächlich eine digitale Frequenz irgendwo hin. Und Leute, die, keine Ahnung,
das ist dann Aufgabe eines Regisseurs oder eines Autors, sich das auszudenken, aber Leute, die deren Handynummer auf 8 endet, die kriegen halt dann He-Man und Leute, die auf 7 enden, ich mache es jetzt mal extrem absurd, ja, die kriegen dann halt Dostojewski. Oder andere Kontexte, aber das ist doch, also das ist ja technisch möglich und das meinte ich am Anfang, wenn das technisch geht, jetzt hoffe ich, dass ich dich jetzt mal provoziert habe, du schreibst ja ohne Digitalisierung, wenn es technisch geht, dann ist doch nur eine Frage, wann das jemand macht. Und wenn wir jetzt mal... Warum sollen wir Mikrofone benutzen? Richtig. Vielleicht können Sie mich auch besser verstehen, wenn wir... Nee. Eine qualitative Veränderung, geschweige denn ein Mehrwert für mich als Zuschauer oder so. Also bis jetzt habe ich immer das Gefühl, in Ihren Äußerungen vor allen Dingen eine gewisse Technikfaszination zu spüren, ohne dass ich so genau wissen würde, würde mich aber interessieren, was habe ich davon? Ich glaube, dass man erst versteht, wie man schwimmt, wenn man ins Wasser gesprungen ist. Deswegen rede ich so an die beiden hin, dass sie ihr nächstes Stück gemeinsam so machen, weil ich mich dann ins Publikum setzen kann und dann sagen kann, ist Mist. Also... Ja, kann ja sein. Dismissed. Ich weiß es nicht, ich möchte es ausprobieren, Dismissed. Heißt es. So sehr diese ganzen Ideenspielereien interessant klingen, so sehr glaube ich aber auch, dass das Theater halt trotzdem irgendwie in der... Also natürlich ist es immer was anderes. Natürlich ist es verläuft jeder Stückabend anders. Eine Inszenierung bleibt nicht gleich, das Stück bleibt nicht gleich. Natürlich ist es ein sich wandelnder Prozess. Trotzdem besteht das Theater natürlich in der Idee einer Behauptung, mit irgendwas fertig zu sein. So arbeitet man ja hin. Man arbeitet auf die Premiere hin, die findet statt und danach betrinkt man sich, also, weil man total erleichtert ist, dass es fertig ist. Und dieser Gedankenaufwand, da an diesem Abend ist es fertig, das ist schon glaube ich, nach wie vor ein konstituierendes Merkmal des Theaters. Das erlebe ich ja auch für mich als Autor, wenn das Theater dann anruft, sage ich, ja, was ist denn jetzt, wir müssen nämlich mal eine Bauprobe, wo ist denn die erste Fassung? Dann sage ich, ja, gute Frage, wo ist die erste Fassung? Aber und dann merke ich so, 10. September, oh Gott, da ist das, da muss ich abgeben. Und das ist sozusagen ein Stressfaktor und ich merke schon, man in irgendeiner Form braucht es diesen Gedanken so, an diesem Termin ist das Stück fertig, an diesem Termin ist die Premiere fertig. Dass sich danach noch was ändert, ist ja irgendwie klar. Und was ich noch sagen wollte, jetzt mal unabhängig von allen technischen Möglichkeiten und Internet und so, oder Mashup und Hü und Ha und Hot, beobachte ich schon auch, um jetzt nochmal rein über das Theater zu sprechen, ist, Sie haben am Anfang gesagt, meine Stücke laufen so wie so ein Schweizer Uhrwerk. Also ich bediene mich schon, glaube ich, aus so einem Fundus bekannter Mechaniken von Komödien. So. Und davon fühlen sich heutzutage, um ehrlich zu sein, extrem wenig Regisseure herausgefordert. Die wollen ja alle so Sachen erfinden, so wie Simon, so Mashups zusammenstellen. Und viele Regisseure wollen eigentlich im gewissen Sinne selber Autoren sein. Das muss man, das bewerte ich jetzt auch gar nicht so wie du, man muss das erstmal zur Kenntnis nehmen. Aber Tatsache ist, dass das sozusagen, die Mechanik, die bekannt ist und die bekanntermaßen auf der Bühne funktioniert, in die Tat umzusetzen, wäre ich mich durch meine Stücke bediene, davon fühlen sich heutzutage sehr wenige deutschsprachige Regisseure herausgefordert. Und um ehrlich zu sein, das finde ich auch ein bisschen doof. Also das geht mir manchmal tierisch auf die Nerven. Das hat aber nichts mit Internet zu tun. Ich wollte es nur auch einmal loswerden. Muss da natürlich was drauf sagen. Ja, jetzt lass uns doch endlich mal streiten hier. Ich finde, ich würde an zwei Sachen widersprechen, bevor ich auch gleich noch auf die Frage antworten wollen würde. Was ist da jetzt schlau? Nee, ich sage jetzt so. Also, ich finde nicht, dass es abgeschlossen ist mit der Premiere, weil ich finde auch nicht, dass es mit einer Inszenierung abgeschlossen ist, weil es geht für mich als Theaterschaffenden eigentlich darum, sich an verschiedenen, sagen wir mal, Problematiken, gesellschaftsrelevanten Themen abzuarbeiten und deswegen kommen die auch immer wieder vor in den verschiedensten Stücken, weil man, glaube ich, es wäre total absurd zu behaupten, man hat in einer Inszenierung rausbekommen, so ist es jetzt, das ist die tolle nächste Utopie, deswegen hat man eine Berechtigung, Künstler zu sein, weil wir den neuen, frischen Gedanken geschafft haben, fernab des Mashups,
was es sinnvoll ist, das ins Rauschen mit reinzubringen, sondern ich glaube, es ist ein Prozess, der immer weiter vorgeht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Geschichte mit den Stücken. Also ich fand Herr Kolpert super, aber für mich ist es zum Beispiel so, dass mich interessieren würde, was geht über die Komödie raus? Also was sind die, die Sachen, die, die mich beschäftigen? Warum? Ich würde halt gerne im Theater sitzen und darüber hinausgehen, dass ich unterhalten werde, sondern ich finde, das ist ein Ort, in dem man vom Staat bezahlt wurde, dass wir uns wie so ein Forschungsauftrag, die Leute 8 Wochen hinsetzen, sich zu einer Geschichte oder die Geschichte nutzen, um sich an einer gesellschaftlich-politischen Sache abzuarbeiten und die möglichst toll zu verwursten. Deswegen ist es für mich interessanter, oftmals Klassiker zu nehmen, weil es da irgendwie ein, jetzt irgendwas gibt, was das zum Klassiker gemacht hat, irgendeine Grundfragestellung, die die mich dann auch beschäftigt, auf die ich auch angesprungen bin. Ich bin auch, habe Faust, ich fand Goethe den letzten Vogel und habe mir dann irgendwie Faust durchgelesen und gedacht, so, das ist der Wahnsinn, was da drin steht. Also, und so ging das überhaupt los. Und ich glaube, da kommen wir auch zu dem Punkt, was vielleicht der Mehrwert von einem, das ist jetzt vollkommen unreflektiert, weil ich das jetzt normal jetzt noch die anderen 27 Minuten Autismus gebraucht hätte, aber die, was glaube ich sein könnte, dass wir, wenn wir jetzt mal vorstellen, die ganzen Schulklassen, die ja auch bei Ihnen reinströmen sollen sozusagen, die in Vorstellungen sitzen, dass ich die eigentlich schaffe, vielleicht, wenn der ältere Kollege mit dem, was auf der Bühne passiert, auf dem Level irgendwie schon eigentlich überfordert ist oder dran ist, dass ich aber die Chance habe, irgendwie vielleicht Leute, die eher, wie Gerald Hüther sagt, deren Bereich im Gehirn total super trainiert ist für den rechten Daumen, weil die so toll SMS schreiben können, dass ich auch das Areal im Gehirn von denen antriggern kann, durch Zusatzbotschaften, durch Sekundärmaterialien vielleicht, die dann Mehrwert schaffen. Ich weiß, ich habe es nicht ausprobiert. Ich könnte mir nur vorstellen, dass das vielleicht nochmal ein anderes, also dass das nochmal eine andere Herausforderung wäre oder noch eine dritte Möglichkeit geben könnte zu Transferleistungen. Also das, es geht ja eigentlich immer dahin, das Gehirn zu stimulieren, finde ich. Deswegen will ich so eine... Muss man aber nicht ins Theater, kann man auch Elektroden nehmen zu Hause, ne? Und nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, weil im Endeffekt geht es beim Gehirn ja auch ums Herz. Also, jetzt zitiere ich wieder Hüther, aber der sagt, ich muss ja eine Begeisterung aufbringen und dann schafft mein Hirn eigentlich alles noch zu lernen, bis ins späte Alter. So, es geht da um die Begeisterung, es geht um die, ich weiß nicht, den und den Stoff, der über das Gehirn ausgegossen werden muss und dann kann das Gehirn, er sagt ja immer, der 85-Jährige, der noch Chinesisch lernen kann, wenn er irgendwie in Zentralchina ist und sich da verliebt hat in eine 65-Jährige zum Beispiel und das irgendwie super findet, dann kann er innerhalb von einem halben Jahr Chinesisch lernen. Das ist die Hüther-Theorie, das ich super finde und darüber geht es aber, glaube ich. Ich glaube, es geht darum, über eine Begeisterung, über eine Geschichte, sich anderen Werten und Problemen zu stellen. Und das ist zum Teil für mich so ein bisschen der Ort von Theater. Und wenn dazu hilft, dass ich parallel noch Zusatzinformationen bekommen kann, weil ich glaube, also ich weiß nicht, was so die jungen Leute, wenn man das, könnte jetzt MTV nicht mehr gucken, weil der Balken in die läuft, der nächste Balken läuft in die Richtung. Dann kann ich da noch voten, dann dreht sich oben 12 Jahre MTV, dann kann ich hier sagen, was als nächstes kommt und ich wäre komplett überfordert. Und ich glaube, man muss sich aber doch als Theaterschaffender damit auseinandersetzen, dass man selbst nicht dass der Maßstab sein kann, dass da ganz viel noch nachkommt. Deswegen finde ich, das würde ich mich dem sofort stellen wollen. Und am besten in Kombination zu sagen, man macht ein Stückentwicklung, die sich damit auseinandersetzt und versucht, das System mal auszuprobieren, um damit dann grandios zu scheitern, dass alle sagen, dismissed. Aber ich will zwei Antworten da anknüpfend auf die Frage geben. Die eine ist tatsächlich inhaltlich hergeleitet. In modernen Kinofilmen und amerikanischen Serien sieht man gerade das Problem der Darstellbarkeit von Kurznachrichten. Also eine gesellschaftliche Gegenwart, die sozusagen in dem Narrativ total schwer darzustellen ist. Mich würde interessieren, wie man das darstellt in einem Theaterstück auf der Bühne, dass jemand eine ja nun auch womöglich dann für die Handlung entscheidende Kurznachricht bekommt oder Mail. Blauer Vogel fliegt durch die Gegend so, und jemand schreit es an der Rampe oder so. Gut, ob das schon die technisch beste Möglichkeit ist, kann man ja nochmal überlegen. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich werde allein deswegen aber mir die nächste Inszenierung anschauen wollen. Die zweite Frage ist, da steht das Netz als Markt und Material. Und das Theater hat so einen schönen
habe ich jedenfalls immer von außen draufschauend so einen schönen, besonderen Rahmen, dass es anders als die Musikindustrie oder der Journalismus, aus dem ich komme, die wir jetzt schon so ein ganzes Podium diskutieren, ohne dass jemals die Frage aufkommt, wer bezahlt das denn eigentlich? Und die historische Ungeheuerlichkeit der digitalen Kopie hat in der Musikindustrie zum Beispiel dazu geführt, dass der Besitz eines MP3-Files, was jahrelang Ausweis vom Popstrebertum war, den ganzen IKEA-Regal voll mit Platten zu haben, hat jetzt jeder mit einem Mausklick für 9,90 Euro bei Spotify ständig verfügbar. Das heißt, das Besitzen von kulturellen Inhalten hat sich irgendwie verändert. Und in diesem neuen Markt, in dem nicht mehr der Besitz entscheidend ist, weil ich Inhalte eben identisch duplizieren kann, muss man andere Modelle finden, um Bezahlmodelle zu begründen. Und am Ende geht es dann dabei auch im Theater natürlich darum, dass man Theater, das ist gerade so schön formuliert, vom Staat bezahlt oder von der Allgemeinheit durchaus mitfinanziert sind, aus gutem Grund und richtig. Und natürlich in diesem Wettkampf um Aufmerksamkeit und in diesem Markt, wie er hier über dem Podium steht, in diesem Markt natürlich auch irgendwie das, oder ich als Zuschauer das von den Machern fordere, was ich von einem Arzt sehr selbstverständlich fordern würde, dass er in der Lage ist, mit den modernen Instrumenten umzugehen und nicht zu sagen, ich habe dieses Skalpell seit 60 Jahren, vertrauen Sie mir, das mit Ihrer Blinddarmoperation wird schon ganz gut funktionieren. Ein Text auf einer 60 Jahre alten Schreibmaschine geschrieben, würde aber sofort, ja Wahnsinn, das ist alles richtig, was er da gemacht hat, weil er hat ja schon damals den Herrn so und so, ohne keine Anspielung auf dich, den Herrn so und so geschrieben. Mit dieser Schreibmaschine. Also in Kultur, im Journalismus, in jeglicher Form von Inhaltsproduktion ist das alte Skalpell ein Ausweis von Qualität. Können unten am Ausgang Ihre Krankenversicherung unterschreiben, wenn Sie das alte Skalpell auch für Ihre persönliche Bauchoperation nächste Woche benutzen wollen. Also ich fände, das ist sozusagen ein Bestandteil von Gegenwart in den erzählerischen Beschreibungen der Inhalte, deswegen das Beispiel mit der Kurznachricht, aber auch in dem Kampf um meine Aufmerksamkeit, sich zu bewegen und nicht zu sagen, wir haben hier diesen Vogel und dann gibt es da jemanden, der hat schon vor 40 Jahren SMS-Nachrichten so vorgelesen, der liest die auch heute weiterhin so vor. Das ist Ausweis von unserem Haus, so werden SMS-Nachrichten dargestellt. Tja, das ist... Ich habe vielleicht selbst eine Frage, obwohl ich hier als Saalfee tätig bin, denke ich, greife ich mir jetzt mal das Mikro. Es gibt ja einen, ich komme nochmal zu dieser Materialseite der Diskussion, es gibt ja einen systematischen Unterschied zwischen dem Theatermacher und dem Dramatiker. Das hat Simon Solberg sehr schön erklärt. Theater ist Kommunikation, das heißt, er guckt ganz stark auf die Situation der Performance, auf das, wie er vor Ort agiert, was er rüberbringen kann zu seinem Publikum. Dirk von Gehlen hat jetzt als Netztheoretiker auch stark die Seite der Kommunikation nach vorn gebracht, gezeigt, wie Leute sozusagen Nachrichten weiter kodieren, wie die sich weiter fortschreiben, und das leuchtet mir völlig ein, das Original und Kopie da ein neues Verhältnis treten. Bei David Gieselmann ist es so, Textualität ist anders, als wir es immer an der Schule gelernt haben, ja eigentlich erstmal keine Kommunikation. Ist ja nicht der Brief, den ich an jemanden sende, sondern ist eigentlich erstmal eine Form von Differenz schaffen. Ja, der Text wird als Objekt rausgestellt und hat erstmal nicht die Erwartung zu wissen, an wen er sich richtet. Deswegen brauchten wir, das war, sagen wir, seit Schleiermacher kennen wir das, die Hermeneutik. Also die Praxis des sich Versenkens in das, was mir da nun erzählt werden soll oder wo der Schmerzkern des Stückes liegt. Und es ist ja so, dass wir in den letzten Jahren quasi die Abwertung der Dramatik beobachten. Diskussionen ums Regisseurstheater sind Legion. Also das heißt, offensichtlich dringt das auch stark ein in den Theaterbereich, dass die Kommunikationsseite aufgewertet wird und diese Seite der Differenz, diese Seite der Textualität, die Seite des sozusagen des anderen Produzierens in den Hintergrund tritt. Meine Frage wäre, wir sind in Deutschland trotzdem noch in einer, sagen wir mal, Bildungsdiskussion drin, einer Diskussion, dass seit Hegel eigentlich Subjektivität auch definiert wird als etwas, sich mit dem anderen auseinanderzusetzen, also mit dem Objekt, das eben erstmal nicht kommensurabel ist, sondern das genau diese Differenz setzt, auf die ich hermeneutisch zugreifen muss. Vielleicht an alle drei gefragt, ändert sich so ein Subjektbegriff in dieser Zeit ganz stark oder geht da nicht vielleicht auch was verloren, wenn man diese Form von Textualität nicht mehr akzentuiert, wenn man nicht mehr sagt, es gibt sowas wie eine Art Abgeschlossenes, das auch erstmal nicht kopierbar ist, sondern das erst über relativ komplizierte Praktiken in Kommunikation rücküberführt wird? Es ändert sich was, das muss aber nicht unbedingt schlimm sein. Niemand mehr hier kann in Stein meißeln, eine ziemlich zentrale Kulturtechnik für die zum Beispiel Verbreitung von Religion.
machen wir nicht mehr, brauchen wir nicht, ist jetzt nicht so ein schlimmer Veränderungsprozess gewesen. Also es wird Sachen geben, die nicht mehr so sind wie früher, deswegen habe ich das mit den 80ern gesagt, finde ich aber jetzt mal nicht per se schlimm, weil es war auch früher einiges ziemlich blöd, wenn man nochmal genau nachdenkt. Zweiter Punkt, in einer Welt, in der jeder publizieren kann, ist das Publizieren ohne Adressat, ich überschreibe jetzt mal, dass Sie gerade skizziert haben, privates Schreiben. Also wenn ich nicht weiß, an wen ich adressiere, schreibe ich privat. Und das kann auch genialistisch später in irgendeinem Kanon aufgenommen werden, aber wenn ich mir nicht überlege, wer es lesen soll, bleibt es privat. Und in einem neuen Verhältnis von Öffentlichkeit ist das dann so. Wenn ich das dann veröffentliche, dann spielt der Kontext wieder eine ziemlich große Rolle, dass es mir dann noch gelingt, das in einen solchen Kanon zu bringen, ist vielleicht dann die Arbeit eines Autoren vielleicht. Vielleicht fängt er aber auch schon, bevor er anfängt zu schreiben, an, darüber nachzudenken, wer das eigentlich lesen soll und ob der vielleicht einen Mehrwert daraus hat, dass das, was später beim Gutenplug-Wiki entstanden ist, in Echtzeit entsteht. Also dass ich dabei zuschauen kann, wie dieser Text entsteht. Vielleicht ist das ein Mehrwert für dieses Ergebnis. Alle Formen von Kultur, die ich wertschätze, wären für mich bedeutsamer, wenn ich den Entstehungsprozess mitdenken könnte. Wenn ich daran teilnehmen würde, wie Smells Like Teen Spirit komponiert wird, wenn ich in das Studio gucke, dann kann ich nachher bei jedem, der das nachher nachschrammelt, sagen, ich war dabei, als sie es erfunden haben. Das ist der Originalmoment, der in den neuen Distributionsmöglichkeiten liegen könnte. Ob der gut oder schlecht ist, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Das ist bisher noch nicht geschehen. Ich habe das bei meinem Buch versucht zu machen, ein Buch so zu schreiben, ein Sachbuch so zu schreiben. Das hat ziemlich gut funktioniert. Jetzt ist das Argument, ja, es funktioniert für Belletristik nicht. Dann verweise ich immer gerne auf Harry Potter, weil Pottermore, Fanfiction hintendran, Menschen in Austausch mit dieser Figur stehen, weil sie eben mehr wollen, weil sie kommunizieren wollen mit der Figur, weil sie damit spielen wollen. J.K. Rowling verdient damit ein Schweinegeld, abseits von klassischen Verlagen, weil die Verlage gesagt haben, wollen wir nicht und wenn, verklagen wir das. Menschen im Austausch mit dieser Figur da sind. Und ich fand die Frage ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, dass die Idee von einem kommunikationslosen Veröffentlichen hinfällig wird, wenn man im Netz veröffentlichen will. Deswegen habe ich es am Anfang gesagt. Wenn man bewusst analog bleiben will, ja, dann kann man das tun. Aber wenn man sich in diesen Raum begibt, und deswegen sage ich neuer Aggregatzustand, ist es, glaube ich, sinnvoll zu verstehen, in welcher klimatischen Bedingung man sich da verhält. Und wir rennen, glaube ich, gerade alle mit so einer Daunenjacke im Sommer rum und sagen, puh, das ist ganz schön heiß im Internet. Ja, weil es vielleicht sozusagen eine andere Grundbedingung dort herrscht. Trotzdem ist es so, dass eigentlich die Werke, die am meisten in die Kommunikation zurückgeführt werden, also deren Kontextualisierung, wie Sie das beschrieben haben, funktioniert, eigentlich die sind, die am weitesten weg sind, nämlich die am meisten Objekt sind, am meisten Differenz sind, eben Shakespeare, Faust, das wurde ja auch erwähnt, was Simon Solberg da inszeniert. Und das macht natürlich den Kanon unseres Theaters aus, das macht, glaube ich, nicht nur den Kanon aus. Am meisten für Sie. Die Idee einer allgemeinen Öffentlichkeit, wo etwas am meisten für alle ist, die ist ja sozusagen, das ist ja Netztheorie seit Habermas oder überhaupt Öffentlichkeitstheorie seit Habermas, wir haben sozusagen differenzierte Öffentlichkeiten und die Idee eines allgemeinen Kanon, der für alle gilt, glaube ich, die ist halt, die ist obsolet. Also das war rein deskriptiv gemeint, nur wie unsere Stadttheater produzieren. Und ich glaube, die produzieren nicht nur aus einer Tradition von Kanonpflege heraus, sondern die produzieren sicherlich auch, weil das Verhältnis in dieses komplexe Kontextualisierungsverhältnis, in das Solberg treten will, er mit so einem Shakespeare natürlich sehr gut machen kann, nicht? Eben genau aus der Differenz, also weil er selbst sozusagen seine Hermeneutik mit inszenieren muss. Mit He-Man kann er das auch, hat er doch gerade schon gesagt. Ja, so. Da hinten war auch noch eine Frage. Aber bitte warten Sie aufs Mikro, weil sonst kann das nicht. Das ist jetzt ein bisschen geschüttet und nicht ganz geordnet. Ich fand das schade, dass Sie, der Herr von der Zeitung, ganz am Anfang gesagt haben, es wird technische Dinge geben, die kommen auf uns zu. Ob uns die gefallen oder nicht und wie wir das subjektiv empfinden, darüber wollen wir mal lieber nicht reden. So habe ich Sie verstanden als Spielregel. Und das weiß ich nicht. Also da kam sofort ein Widerspruch. Ich dachte, irgendwann ist das Auto erfunden worden. Ich fahre heute Auto und finde es absolut scheiße, dass ich Auto fahre. Ich finde schon in der Gemengelage, dass man mit bereden oder mit befinden muss, was neue Kommunikationsformen an, ich nenne es mal ganz pathetisch, Glückszuwachs bringen für die Leute, die so kommunizieren, oder auch an Glücksverlust. Es gab gestern ein herzerwärmendes Beispiel vom Kasper-Theater, wo ein Kollege hier sagte, die Theaterform, alle gucken zu, 200 Mann sehen die Kasper-Geschichte und schreien plötzlich einer Figur zu, pass doch mal auf, da kommt das große Krokodil.
Das ist doch ganz toll, dass sich 500 fremde Menschen treffen, miteinander gar nicht reden können, gucken auf einen Punkt und agieren alle wie aus einer Quelle. Es wurde gestern, das habe ich vielleicht missverstanden, gleichgesetzt mit dem, was jetzt mit diesen sogenannten technischen Spielereien, um eine Aufführung zu manipulieren, auch möglich ist. Das wurde dann gleichgesetzt. Das habe ich so nicht verstanden. Ich fand dieses mit dem Kasperspiel, das ist sicher gestrig und alt, war aber noch die schöne Kommunikationsform, dass Fremde, die sonst nie etwas miteinander zu tun haben, plötzlich für 2 Stunden vielleicht zu einer Einheit finden. Die Kommunikationsformen, die wir jetzt besprechen, haben etwas für mich im leisen Verdacht von einer Vereinsamung. Also, dass ich wieder ins Theater gehe, gucke wieder Fernsehen, drücke wieder Knöpfchen, finde ich, isoliert mich mehr von meinem Nachbarn. Ich gucke keinem mehr in die Augen, ich nehme ihn mir gar nicht wahr, sondern ich mache eine verlängerte Fernsehkommunikation, dass dann vielleicht ein Gemeinschaftserlebnis rauskommt und wir uns einigen, die Gruppe hat das verstanden und die dieses, jetzt habe ich mich verredet. Sie haben super bestätigt, was ich eigentlich meinte. Sie beschreiben den Kasperl als etwas Tolles, weil Sie es kennen und übersehen, dass ein ähnlicher Effekt bei Twitter passiert. Weil beim Kasperl rufen auch alle nach vorne, ohne neben sich zu gucken. Jeder ist vereinsamt und in dem Gesamteffekt fühlt er sich dann irgendwie als Hinweisgeber vor dem Krokodil. Wenn Sie sich mal angucken, wie Menschen den Tatort rezipieren, indem sie ihn auf Twitter oder Facebook miteinander kommunizieren, das ist exakt das Gleiche, nur das Krokodil wird meistens von irgendeinem bösen deutschen Schauspieler gespielt, weil er der Mörder ist. Das ist genau das Prinzip und ich will Ihnen das Urteil überhaupt nicht nehmen. Ich möchte nur, dass Sie erst den Führerschein machen und dann sagen, dass Autofahren blöd ist und nicht sich vor das Auto stellen und sagen, da kann ich ja überhaupt nicht treten, das hat überhaupt keine Pedalen, das muss ein schlechtes Fahrzeug sein. Das ist das Prinzip, was ich meine. Erst verstehen, dann beurteilen. Ich habe schon zuerst den Führerschein gemacht und bin dann gefahren. Ja. Sie sagen jetzt, dass beide Formen gleichmäßig glücklich machen. Das habe ich jetzt so verstanden. Sowohl das Twittern als auch das Kasperle zuschreien. Es gibt Leute, die beim Tatort sehr glücklich sind, es gibt Leute, die beim Kasperle sehr glücklich sind. Und wer bin ich, dass ich beurteile, was glücklicher macht? Also, ich kann Ihnen später privat sagen, was mich glücklicher macht, aber es spielt ja hier keine Rolle, dass ich beim Tatort immer reinschreie oder so. Also wir können jetzt noch 2 Fragen und dann müssen wir schließen, sonst kommen wir hier total in die Bredouille. Kann ich noch einen Halbsatz zu sagen? Weil ich natürlich finde, weil sich für uns natürlich die große Frage stellen muss, also in einer Hinsicht wollen wir uns ja als Theatermacher total öffnen dem Netz und das, und im anderen Moment wissen wir natürlich auch, dass wir so rein von den technischen Möglichkeiten natürlich total abstinken würden gegen Godzilla in 3D, was ja aber auch richtig ist, dafür sind wir irgendwie stehen live und auf der Bühne. Ich glaube, es geht auch eigentlich nur darum, sich immer wieder selber zu hinterfragen und immer wieder anzutriggern, welche Möglichkeiten gibt es, den Mehrwert von sowas, wie jetzt, ob das Twittern ist, was ich selber nicht mache, oder ist, also was können wir davon noch irgendwie rausnehmen, was können wir dafür für uns adaptieren, und ob das jetzt eine 50. andere Darstellung von der Twitter- und SMS-Nachricht auf der Bühne ist, das ist, glaube ich, nochmal was anderes, weil das ja nur eine Abbilderung ist, aber wir müssten es ja eigentlich schaffen, so frei nach Mese, dass wir dann einen Schritt oben vorgehen können als Theatermacher, dass man was Neues kreieren kann. Und das bedingt aber, glaube ich, dass wir schon versuchen, uns dem zu stellen, was es an Möglichkeiten und auch an Gefahren diesbezüglich gibt. Ich denke, das wird über kurz oder lang, wie du jetzt dein Buch finanziert hast oder wie sich ein Teil, wie wir im Sommer unseren Film auch versuchen zu finanzieren, über Netzportale, dass jeder sich quasi an dem Erstehungsprozess beteiligen kann. Ich glaube schon, dass das auch dem Theater zwischenzeitlich, also wenn man merkt, so Bürgerbühne und so, alle, wo die Leute mitmachen können und daran teilhaben können, an dem kreativen Vorgang, ich glaube schon, dass das was Besonderes ist und dass das nochmal anders bindet an so einen Prozess. Ich glaube aber, dass eigentlich so ein Theaterabend schon das zum Teil beinhaltet, genau das. Es ist genau so, dass sie sagen, in deiner Vorstellung war es so und so, ich war an dem Abend da, der ist ausgerutscht, danach hat er irgendwie einen Witz erzählt, dann hat er 2,5 Stunden Agampen aufgesagt und zum Schluss sich die Jemen-Perücke aufgezogen und so, an meinem Abend hat er das was ganz anderes gemacht. Ich glaube, dass vom Theater schon der Reiz irgendwie sowieso ausgeht, von dem, ich bin irgendwie live dabei in dem Moment, ich weiß nicht, was passiert, und ich glaube, darauf kann man sich auch schon, also das darf man schon auch nicht vergessen, dass man sich darauf berufen kann. Ich glaube, man muss auch nicht so, wir müssen es jetzt überall anpassen, müssen jetzt hier und twittern und da und bla und Dings und aufmachen und yeah. So. Jetzt ist
so ein bisschen habe ich trotzdem das Gefühl, die diskursive Klinge rutscht noch an dem Gegenstand ab. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass Sie, Simon Solberg, uns immer versuchen, eigentlich relativ traditionelle Theatertechniken als total up-to-date jetzt in Anbetracht der neuen Medien zu verkaufen, weil so ähnlich war das ja vor 30 Jahren auch schon auf Proben oder bei Arbeiten an Fassungen oder so. Während David Gieselmann, was ich immer auch nicht ganz abkaufe, so tut, als ob eigentlich das Netz mit seinem Schreiben nichts zu tun hat. Abgesehen jetzt von diesem Poppelmann. Und ich finde es richtig zu sagen, wie Dirk von Gehlen, es kommen neue Dinge auf uns zu und die werden wir in der Praxis kennenlernen. Aber ein bisschen scheint mir, starren wir jetzt zu sehr hypnotisiert auf die Schlange von Twitter und SMS und denken, wie kann man das jetzt in den Theaterprozess integrieren, während gleichzeitig ich den Eindruck habe, und da so verstehe ich deinen letzten Beitrag, dass in der Theaterästhetik sich im Augenblick oder in den letzten 10 Jahren gewaltig verändert, die ganze Rezeption davon, Wahrnehmung, auch die Wahrnehmung von Regisseuren, Aufmerksamkeitsspannen, das Verweilen bei einem Thema, bis irgendwie der nächste Störer kommen muss oder sowas. Ich würde mich dafür interessieren, mal zu fragen, welchen Abdruck hinterlässt denn das Internet in der Aufmerksamkeit der Zuschauer und auch der Theaterschaffenden, und wie sehr ist dadurch das Theater, wie wir es im Augenblick beobachten, bereits durch das Internet geformt, vielleicht ohne die starke Absicht, dass es sich jetzt unbedingt auf die neuen Medien beziehen musste. Also so wie sich vielleicht die neue Dramatik irgendwann mal durch die Simpsons stark verändert hat vor 15 Jahren, so verändert sich ja ständig weiter unsere Theatererlebnisse durch das Internet. Das war ja fast ein Schlusswort, Herr Erdmann. Verzeihung. Ja, doch. Oder? Ich danke Ihnen jedenfalls. Oder? Nein, sonst. Nein, das, oder er will jetzt noch. Ich hatte das als Frage interpretiert, aber das mag. Ja, aber die Frage können wir vielleicht gar nicht wirklich beantworten. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn wir diese im Raum stehen lassen, weil wir sowieso schon furchtbar überzogen haben. Und ja, ich danke Ihnen. Sie waren tolle Diskutanten. Ich musste gar nichts sagen oder hatte gar nichts zu sagen, sondern konnte mich auf meine Kritikerrolle des Zuhörens hier zurückziehen. War sehr schön. Danke Ihnen herzlich. Tschüss.